Er gehört zu den interessantesten Politikern der Bundesrepublik, Kees de Vries von der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. Abgesehen von seiner Arbeit als Abgeordneter im Deutschen Bundestag bewirtschaftet der niederländisch-deutsche Politiker 1300 Hektar Land und betreut 700 Milchkühe sowie 600 Jungrinder. Der gebürtige Holländer war nach dem Zusammenbruch der DDR gemeinsam mit seiner Familie nach Sachsen-Anhalt ausgewandert. Kees de Vries erinnert sich zurück. Sagt man in Holland, es gibt Chancen für junge Landwirte in das ehemalige Ostdeutschland. Und da haben wir uns informiert und ich wusste, mein Betrieb in Holland war auch schon für meine Familie sehr klein, um da in Zukunft ein einigermaßen akzeptabel Einkommen zu verdienen. Und dann haben wir gesehen, na gut, in Deutschland gibt es Chancen. Und dann sind wir am Ende mit drei Gebrüdern nach Deutschland gezogen. Der vierte ist nicht mitgekommen, weil seine Frau nicht umziehen wollte. 3 Jahre lang kümmerte sich de Vries um die Finanzen seines Betriebes. Dann zog er in die Politik. Er wurde erst Kreistagsabgeordneter und engagierte sich unter anderem bei einem Bauverband. 2005 wurde er deutscher Staatsbürger. Im gleichen Jahr entschied sich der Landwirt für den Landtag in Sachsen-Anhalt zu kandidieren. Jedoch habe er ein überraschendes und unerwartetes Angebot von der Regierung Gerhard Schröders bekommen, erzählt de Vries. Und da hatte ich meine Kandidatur für den Landtag angemeldet, also ich möchte. Und dann fällt plötzlich die Regierung Schröder. Und dann hieß es, würdest du nicht mal über den Bundestag nachdenken wollen? Bei der Bundestagswahl im September gewann de Vries mit 41% der Erststimmen das Direktmandat im Wahlkreis Anhalt. Im Bundestag will sich der frisch gebackene Abgeordnete vor allem um die Themen Landwirtschaft, ländlicher Raum, Umwelt, Ernährungs- und Verbraucherschutzpolitik kümmern. Damit kenne er sich nun mal am besten aus, sagt Kees de Vries.